Land geschmuggelt. Einen Großteil der Arbeit machte inzwischen die Zusammenarbeit mit der Polizei und dem Analyseteam des Zolls aus, das die Wege verdächtiger Personen ins Land und wieder heraus verfolgte. Doch trotz der Röntgenausstattung, des Kamerasystems, der Ionenmobilitätsspektrometer und der Hunde schien es, als wären die Schmuggler immer einen Schritt voraus. Er verstand nicht, dass viele Landsleute proaktiver Polizeiarbeit gegenüber so negativ eingestellt waren –